Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein macht für Besucher dicht. 7 neue Tote meldet die Landesregierung. Die Zahl liegt nun bei 190. 110 Patienten werden derzeit in Schleswig-Holstein mit Covid-19 behandelt. Hier gibt es noch Platz in der Intensivstation, der womöglich bald von anderen Ländern gebraucht wird. Wir betrachten mit Sorge, dass sich in anderen Teilen der Republik tatsächlich die Kliniken füllen und wissen, dass, wenn insbesondere ältere Menschen betroffen sind, die Liegezeiten auf den Intensivstationen sich ausdehnen. In Düsseldorf gilt jetzt im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht. Ganz Nordrhein-Westfalen ist Risikogebiet. 685 Covid-Kranke liegen auf Intensivstationen. 428 werden beatmet. 7% der Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Doch diese Zahl wird steigen. Die Landesregierung appelliert, haltet die Lockdown-Regeln ein. Das läuft ja einfach nach. Wenn wir irgendwann eine Situation kriegen, dass wir 1000 Leute auf Intensivstationen haben und wir kriegen es nicht gebrochen, dann ist das eine Dynamik, die kannst du gar nicht mehr beeinflussen. In Bayern gibt es bereits Kliniken mit Aufnahmestopp. Neue Patienten werden nun in andere Städte verlegt. Es wächst. Alle Vorhersagen sind eingetroffen. Die Pandemie erreicht jetzt eben nicht nur die jungen Zielgruppen, sondern eben auch Alten- und Pflegeheime, auch die Krankenhäuser selbst. In Berlin gab es heute eine kleine Corona-Demonstration der anderen Art. Die Menschen verlangten auf ihr die konsequente Durchsetzung der Corona-Maßnahmen.